vielleicht kurz noch ein paar Worte zu dieser Folie. Also wir benutzen die so lange wie es geht. Das kann 5, 6 Jahre sein und dann wird die recycelt und dann entstehen wieder andere Produkte daraus. Diese Folie brauchen wir einfach, um die Erdbeeren zum einen zu verfrühen. Ein anderes Argument ist natürlich die Qualität. Die ist hier viel, viel höher als in einem Freilandbestand. Wir haben hier schöne Früchte, viel weniger Fäulnis, viel weniger Krankheiten, viel weniger Pflanzenschutz, setzen auch in diesen Tunneln dann Nützlinge ein, was wir im Freiland nicht machen können. Und das sind die Vorteile von diesem Anbausystem. Ja, wir müssen uns vorstellen, dass hier im Januar hier nur dieses Metallgerüst stand. Und wir haben dann mit 2 Wickelgeräten, eins dort, eins hier, haben wir hier die Folie drüber gezogen. Und dann muss diese Folie direkt gesichert werden wegen dem Wind. Und dann ziehe ich da hier die Schnur an und befestige diese Folie. Dann muss eine Schnur hin und her fixiert mit dem Bodenanker. Gut. Und? Geht das, oder? Wir haben jetzt kurz nach 11 und draußen sind so circa 5 bis 6 Grad und im Tunnel hat es jetzt Alarm geschlagen. Es ist bereits über 28 Grad und jetzt werden die Tunnel gelüftet. Also hier im Tunnel ist jetzt schön warm, ich spüre das auch. Und die Luftfeuchte, die ist ja viel höher, wenn es warm ist, als wenn es draußen ist. Und diese Luftfeuchte, die müssen wir jetzt rauskriegen. Also einerseits gibt der nasse Boden jetzt noch viel Feuchtigkeit ab und wenn es warm wird, dann ist hier ganz feucht und das ist natürlich schlecht für die Pflanzen, weil sich da dann der Pilz breit machen kann. Und deshalb müssen wir hier täglich lüften, 2-3 Stunden und um 3 schließen wir circa die Tunnel wieder.